Das ist Folge 1011. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um kürzer arbeiten, besser leben. Unternehmerische Erfolgsgeheimnisse durch Top-Mitarbeiter. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was die Grundlage ist. Zweitens, wieso Loben wichtig ist. Und drittens, welche Haltung du brauchst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.de/1011. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Wie lange hörst du eigentlich schon den Podcast? Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Die meisten Unternehmer setzen einfach nicht um. Das liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern eher daran, dass es bei anderen immer so einfach aussieht. Oft fehlt die Struktur, das klare Vorgehen. Auch bei uns hat es viele Jahre gedauert, ein so belastbares System aufzubauen. Genau deswegen können wir dir zeigen, wie du es auch schaffst, mehr Zeit für deine Familie, Freizeit und Fitness zu haben. Da du schon lange den Podcast hörst, möchte ich dir ein Angebot machen. Lass uns doch einfach mal 15 Minuten locker über deine aktuelle Situation sprechen. Und dann schauen wir, wo du aktuell den größten Hebel hast. Wie klingt das für dich? Das Ganze ist natürlich kostenfrei. Und wenn du endlich einen Schritt weiter in Richtung Umsetzung machen willst, dann lass uns sprechen. Geh dazu auf raikane.de/austausch und buch dir deinen Termin. Da die Termine oft schnell vergriffen sind, empfehle ich dir, dass du deine Chance jetzt nutzt. Deswegen raikane.de/austausch. Buch dir deinen Termin und dann unterhalten wir uns. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Naja, du willst weniger arbeiten, trotzdem mehr Lebensqualität haben, du hast keinen Bock mehr auf diesen permanenten Stress und als Chef immer nur gefordert sein, du willst mehr am als im Unternehmen arbeiten, dann brauchst du Top-Mitarbeiter. Aber wie bekommst du die eigentlich und vor allem, wie entwickelst du dein Team hin zu Top-Mitarbeitern? Genau darum geht's in dieser Episode. Also, lass uns loslegen. Der erste Part, der extrem wichtig ist, viele Unternehmer sind gar keine Unternehmer, sondern sie sind Selbstständige mit einem Team. Was heißt das? Fast jeder, der irgendwie unternehmerisch angefangen hat, hat aus einer eigenen Aktivität heraus gestartet. Egal, ob du Koch bist, ob du Immobilien machst, ob du Rechtsanwalt bist, irgendwas hast du vorher selbst gemacht, worin du relativ gut bist. Weil du sehr viel Zeit damit verbracht hast, hast du gemerkt, hey, das ist jetzt so viel, jetzt brauche ich Leute, die mich dort entsprechend unterstützen. Und da kommt meistens genau der Bruch. Das heißt, die häufigste Idee, die ich immer wieder sehe, ist, naja, ich hole mir nur Leute, die Assistenten sind. Ich hole mir nur Unterstützer. Ich ertrage es aber nicht, dass jemand besser ist in einzelnen Bereichen als ich. Ganz, ganz viele haben damit eine wirklich große Herausforderung, weil das, was du wirklich brauchst, ist, dass du Autonomie bei deinen Mitarbeitern hast. Das heißt, dass sie Eigeninitiative haben, dass sie auch Führungsqualitäten haben, dass sie auch entsprechend in der Lage sind, ein Team zu leiten. Das ist das, was du wirklich brauchst. Und wenn du immer nur Leute hast, die dir hinterherlaufen, naja, dann musst du auch immer vorangehen. Andersherum, wenn du ein Unternehmen aufbaust, wo dein Team stark ist, wo sie in der Lage sind, auch Dinge über deinen Kopf hinweg zu entscheiden, dann ist das das Beste, was dir passieren kann. Nochmal, deine Aufgabe ist, den Rahmen zu schaffen und in diesem Rahmen müssen die Leute einfach frei entscheiden können. Das ist super, super wichtig, dass du es schaffst, Autonomie in dein Team auch entsprechend hineinzutragen und gezielt auch Leute anzustellen, die das Zeug haben, sich dahin zu entwickeln. Das Schöne ist, häufig kannst du mit einer Assistenztätigkeit anfangen, die Leute werden besser, können dann weiter hoch in der Teamleitungstätigkeit und haben dann vielleicht sogar das Zeug, irgendwann ganze Abteilungen oder auch entsprechend in die Geschäftsführung mit einzusteigen. Vollkommen gleich, wie jeder Karrierepfad aussieht, du musst einfach nur die Möglichkeit schaffen, diese Entwicklung auch entsprechend voranzugehen. Das ist natürlich ganz klar an Leistungskennzahlen geknüpft und vor allem natürlich auch die einzelnen Qualitäten, die jede Person hat. Du musst als Chef sicherstellen, dass die Person alles an der Hand haben, um dort auch entsprechend zu wachsen. Und für dich ist dann die Möglichkeit, je besser diese Leute werden, auch je besser sie fachlich werden, desto eher hast du deine Ruhe. Mein Lieblingsbeispiel tatsächlich ist das ganze Thema freie Berufe, ja, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, weil häufig genau diese Personen extreme Probleme haben, jemanden zu akzeptieren, der fachlich besser ist als sie selbst. Aber vielleicht haben diese Leute gar nicht Bock auf dieses Unternehmerding, sondern wollen einfach nur den fachlichen Kram durchziehen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Schaffe diesen Personen einfach nur die Möglichkeit, genau sich dort auszuleben und stelle alle anderen Sachen für dich sicher. Und ich kann dir versprechen, du wirst in einen Grad der Freiheit kommen, der für dich unbeschreiblich ist. Also, nimm dir das wirklich nochmal zu Herzen, schaffe Autonomie, sorge dafür, dass dein Team sich frei entfalten kann und dann kannst du dort auch als gesamtes Team extrem vorangehen. Weiterer Part, der extrem wichtig ist und der leider viel zu häufig vernachlässigt wird, ist das Thema Kommunikation. In der Kommunikation werden die mit Abstand meisten Fehler gemacht. Das heißt, es gibt keine klaren Ziele, es gibt Missverständnisse, Konflikte werden nicht aufgelöst. All diese Punkte führen letzten Endes dazu, dass Mitarbeiter unzufrieden sind. Wenn das nicht gehört und nicht gesehen wird, wird es automatisch dazu führen, dass die Leute sagen, naja, ich schaue mich auch mal woanders um. Und das ist ein Führungsproblem. Ja, es gibt ja diesen schönen Dreiklang im Recruiting,
die Leute kommen wegen der Aufgabe, bleiben wegen dem Team und gehen wegen der Führungskraft. Lass dir das wirklich nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen. Sie kommen wegen der Aufgabe, bleiben wegen dem Team und gehen wegen der Führungskraft. Das heißt, wenn ihr als Team nicht in der Lage seid, transparent zu kommunizieren, klare Ziele zu stecken, zu sagen, hey, das ist die Richtung, da wollen wir hin, das ist die nächste Stufe, die wir erreichen wollen, dann wirst du es verdammt schwer haben. Dann wirst du es wirklich verdammt schwer haben, dort deine Möglichkeiten auch entsprechend zu heben und vor allem auch dein persönliches Ziel zu verfolgen. Denn nochmal, wenn du Unternehmer bist, hast du ein Ziel. Du möchtest Wohlstand und Vermögen aufbauen mit dem gesamten Risiko, was einhergeht, aber nicht um jeden Preis. Denn was nützt es dir, Vermögen zu sein, wenn deine Gesundheit, deine Beziehung und alle anderen Sachen kaputt gegangen sind? Und deswegen sei transparent, sei klar, mach deinem Team auch klar, in welche Richtung ihr gerade geht. Was sind die nächsten großen Schritte, die erreicht werden müssen? Und so wird es viel, viel leichter sein, dass jeder dort auch Punkt 1, Autonomie mit reinbringt und entsprechend Eigeninitiative ergreift und sagt, wie man dort vorangehen kann. Ein weiterer Punkt ist, und das fällt uns Unternehmern meistens leider sehr, sehr häufig schwer, weil wir es selbst nicht erfahren, und das war das Thema Wertschätzung. Denn wer kommt denn zu dir und sagt, Mensch Chef, das hast du richtig klasse gemacht? Niemand. An der Spitze ist es sehr, sehr, sehr einsam und es gibt niemanden, der stolz auf dich ist, der dir Feedback gibt und sagt, Mensch, hast du richtig klasse gemacht. Passiert einfach nicht. Ja gut, dann such dir deine Inspiration oder dein Feedback halt auf anderer Stelle. Nimm das von den Kunden an. Ja, freu dich über die Ergebnisse deines Teams. Suche darin deine Wertschätzung. Warte nicht darauf, dass irgendjemand zu dir kommt. Auf der anderen Seite ist es deine Aufgabe, wertschätzend gegenüber deinem Team zu sein. Das heißt, ich sehe es immer so ein bisschen wie bei Bismarck, Zuckerbrot und Peitsche. Ja, lobe dein Team, wenn sie wirklich einen guten Job gemacht haben. Ja, das heißt, sei wertschätzend, zeige den Leuten auch, dass du siehst, was sie dort gerade an Extrameile gehen, wie sie sich ins Zeug legen. Ja, zeig ihnen einfach, dass du diese Sachen wahrnimmst. Das ist meistens schon vollkommen ausreichend. Und wenn es dir schwerfällt zu loben, dann versuch's mit Kleinigkeiten. Ja, und auf der anderen Seite finde ich es aber auch extrem wichtig, nicht nur die ganze Zeit Lob zu streuen und zu sagen, wie toll alles ist, sondern auch klare und harte Ansagen zu machen, dass du sagst, hey, ich kann das nicht akzeptieren. Ja, ich möchte das so nicht. So und so hat es zu laufen und nicht anders. Denn du bist der Unternehmer, du trägst das Risiko, es sind deine Entscheidungen. Und da musst du natürlich dann auch harte Richtlinien setzen, was du entsprechend bereit bist zu tolerieren und was auch nicht. Wie hart du das durchziehst und wo da für dich die Grenze ist, da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber ich kann dir sagen, es ist ein Übungsthema und es gibt gewisse Richtlinien, die man einhalten kann. Je besser du daran wirst, desto leichter wird es dir auch fallen, ein gutes und solides Team aufzubauen. Was auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist die Weiterentwicklung deines Personals. Das heißt, auch hier wieder zu prüfen, naja, die Leute können ja wegen der kleinen Assistenzstelle kommen und können erstmal unterstützende Arbeiten nehmen. Oder sie kommen vielleicht schon mit dem Silberrücken und haben dann entsprechend Anspruch, was ganz, ganz Großes zu machen. Vollkommen gleich, was es ist. Hier ist es erstmal wichtig herauszufinden, welche Leute brauchst du zu welchem Zeitpunkt. Denn wenn du ein kleines Team hast von 3, 4, 5 Leuten, brauchst du keine Silberrücken. Da brauchst du erstmal Leute, die schnell in die Einarbeitung gehen, die auch zügig Ergebnisse produzieren können. Aber du hast noch nicht das Budget, die großen Leute zu holen. Das ist ein bisschen wie ein Videospiel. Ja? Je besser du wirst, je mehr Liquidität du hast, desto bessere Leute kannst du dir auch entsprechend leisten. Das Thema fällt halt raus, wenn dort entsprechend nicht die Rahmenbedingungen gestellt sind. Das heißt, zu Beginn fokussiere dich drauf, eher Leute entsprechend einzustellen, die noch nicht so ein hohes Level haben, die du noch intern weiterentwickeln kannst und auch musst und die auch Bock auf sowas haben. Weil ein kleines Unternehmen, da gibt es einfach noch viele weiche Faktoren, da ist noch nicht so alles in Stein gemeißelt, die Karrierepfade sind viel kürzer, man hat bessere Möglichkeiten, dort wirklich voranzugehen. Und hier musst du für dich einfach nur gucken, hey, wie schaffe ich es, da auch entsprechend meinen Standpunkt festzumachen mit denen? Ja, wie schaffe ich es dort, die Leute weiterzuentwickeln, um sie in die nächste Stufe zu bringen? Denn das Beste, was dir auch passieren kann, ist, wenn du jemanden hast, der alle Stufen deines Unternehmens nach und nach durchlaufen ist. Warum? Weil er einfach alle Bereiche kennt. Und ich finde es immer sehr interessant, dass häufig die Unternehmer am stärksten sind, die viele Stationen im Leben durchlaufen haben. Und nicht selten ist es so, dass sogar Konzerne sich das zunutze machen und gucken, hey, welcher Typ oder welche Dame ist bei uns im Konzern schon sehr, sehr lange dabei? Wer hat verschiedene Karrierepfade durchgelaufen? Weil diese Menschen meistens den besten Gesamtüberblick haben und in der Lage sind, dort auch weitreichende Entscheidungen zu treffen. Nochmal, es liegt allein bei dir, wie stark du das Thema spielst. Aber ich kann dir dort nur wirklich empfehlen, mach da deine Hausaufgaben und prüfe, wer ist wirklich geeignet? Wer hat da auch Bock drauf? Ja, frag die Leute auch direkt, sag, hey, bist du eigentlich happy damit? Ja, also man sollte ja sowieso im Grunde mal so Quartalsgespräche haben, plus minus. Ja, wir zum Beispiel halten das auch eher durch die wöchentlichen Trackings sehr, sehr eng. Und das Quartalsgespräch ist dann meist einfach nur eine Runde, wo man sich noch gezielt hinsetzt. Aber wenn du sagst, ich rede gar nicht die ganze Zeit mit den Leuten, dann solltest du mindestens einmal im Quartal dich hinsetzen und sagen, hey, wo willst du hin? Was sind die nächsten Schritte?
wie soll das aussehen, was ist dein konkreter Plan, was hält dich momentan davon ab? Und diese Punkte mal reflektieren. Wenn du das weißt, kannst du auch darauf eingehen. Wenn du die Information nicht hast, wie sollst du weiterhin? Ja, sieh das bitte wirklich nochmal als ganz, ganz klares Muster. Geh auf die Leute zu, mach ihnen ein Angebot, stell die Frage offen und sag, hey, hast du da Lust drauf, willst du dich weiterentwickeln und was bist du auch bereit, entsprechend zu leisten? Und auf der anderen Seite dann gemeinsam zu überlegen, hey, wie könnten die nächsten Schritte konkret aussehen? Und da kannst du auch die Leute selber den Gehaltsvorschlag machen lassen, kannst selber sie entsprechend reinholen und sagen, komm, so sehen die nächsten Punkte aus. Der letzte und für uns persönlich wichtigste Part, das ganze Thema Work-Life-Balance. Ich halte überhaupt nichts davon, die Leute 40, 50, 60, 70 Stunden teilweise irgendwie da durchzujagen, durch verschiedene Sachen. Und dann merkst du relativ schnell so, ey, die sind fertig, die können nicht mehr. Ja, je jünger die Leute sind, desto eher ertragen die das. Sobald Familie ins Spiel kommt, schwierig. Wenn es dann nachher Verantwortlichkeiten gibt, wo dann auch nachmittags mal was geklärt sein muss, ist es nahezu unmöglich. Ja, und dann werden die Leute reihenweise wegbrechen. Ist aus meiner Sicht alles nicht zielführend. Im Gegenteil, das, was du herstellen solltest, ist ein gesundes Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung. Deswegen haben wir uns persönlich für eine 30-Stunden-Woche mit 5 Tagen entschieden, weil es für uns einfach genau diesen Rahmen schafft. Es schafft den Rahmen, dass die Leute sich gesund entwickeln können, dass sie auch genügend Freizeit haben, dass sie in der Lage sind, auch entsprechend ja ihren Themen nachzugehen, wie Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Aber dass wir halt auch im Bereich Beruf dort klare Richtlinien haben, klares, messbares Ergebnis, das produziert werden muss. Und wenn das erreicht ist, dann können die Leute auch entsprechend ja mal früher gehen, mal früher Feierabend machen oder wenn sie Bock haben, sagen, hey, ich will das noch schnell zu Ende bringen, ist auch okay. Aber auch dort, nur bis zu einem gewissen Grad. Also es ist selten, dass bei uns um 15:30 noch jemand da ist. Also dann werden die Leute halt auch irgendwann rausgeschmissen. Also ganz, ganz wichtiger Part, stell da einfach auch Ausgeglichenheit her. Es ist deine Verantwortung als Chef, dafür zu sorgen, gerade wenn du merkst, dass es Leute gibt, die sich unheimlich gerne in die Arbeit stürzen. Das sind meiner Erfahrung nach immer die Leute, die auch privat irgendwelche Themen haben. Denn ganz ehrlich, wenn du keinen Bock hast, nach Hause zu gehen, dann bleibst du halt länger auf Arbeit. Das ist aber irgendwie auch nicht gesund. So, das erstmal zu erkennen als Chef ist nicht ganz einfach. Dafür braucht man eine gewisse Transparenz. Aber auf der anderen Seite auch dafür Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, naja, ist ja nicht der Regelfall, nicht der Normalzustand. Deswegen gehe ich gezielt auf diese Leute zu, um dort auch entsprechend einen Unterschied zu machen. Also fassen wir diesen Punkt noch einmal zusammen, weil er mir besonders wichtig ist. Es ist deine Aufgabe als Unternehmer, einen sicheren Hafen für deine Mitarbeiter zu bieten. Das ist am Ende des Tages die simple Aufgabe, die wir alle haben. Das heißt, wenn die Leute, die du hast, ja, mit ihren eigenen Booten kommen können, ja, mit ihrer eigenen Mannschaft, das nach und nach aufbauen, du musst nur den Hafen stellen, ja, musst dafür sorgen, dass die Einfahrtschneise frei ist, dass genügend Möglichkeiten zum Anliegen da sind, dass das alles aufgeräumt und strukturiert ist. Das ist deine Aufgabe. Und dann können die Leute auch eigenständig machen, was sie wollen. Nochmal, das heißt nicht, dass du ihnen komplette Freiheit gibst. Es gibt auch Regeln. Aber wenn du es schaffst, dass die Leute eigenständig rausfahren, das Handelsschiff, ja, der Fischer, keine Ahnung, die Leute, die Holztransporte machen, also wirklich mal so ein bisschen im Stile eines Hafens gedacht, dann ist es unglaublich krass, was passieren kann, weil du schaffst ein System und je mehr dieses System wächst, desto leichter wird es für dich als Unternehmer. Und deswegen nimm die Zügel in die Hand und sorge einfach dafür, dass du Infrastruktur bekommst. Sorge dafür, dass dein Team eigenständig arbeitet. Das wird der größte Schlüssel zu deiner persönlichen Freiheit werden. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, nochmal, lege für dich die Spielregeln fest. Sorge einfach dafür, dass es klare Richtlinien gibt, die du erfüllt sehen möchtest. Und dann lass den Leuten die Freiheit, diese Richtlinien auch entsprechend zu erfüllen. Und ganz wichtig, wenn du jetzt merkst, hey, ganz ehrlich, bin ich noch relativ weit von weg oder naja, das eine oder andere habe ich schon. Lass uns doch einfach sprechen. Lass uns mal gucken, wie das bei dir momentan aussieht. Und dann können wir einfach schauen, wie wir dich dabei unterstützen können, dass dein Unternehmen auch ein sicherer Hafen wird. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, mach deinen Plan und dann geh mit deiner Vision voran. Zweitens, brich die Konvention. Und drittens, sei ein Vorbild für andere. Wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich Bock drauf, will ich umsetzen, dann raikhane.de/Austausch. Lass uns in dein Potenzial einmal reingehen, schauen, wo du momentan stehst und dann wird sich alles weiter raus ergeben. Buch deinen Termin unter raikhane.de/Austausch. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikhane.de/1011. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.